Weiterzuentwickeln, sodass das auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so ins Auge fällt, dass man es hier mit drei Bauabschnitten zu tun hat. Und dass die Qualität immer gleichbleibend hoch ist, auch wenn man natürlich sieht, dass der zweite Bauabschnitt sehr viel zurückhaltender ist. Später sehen am Schloss am Meer, so romantisch heißt das Gebäude. Und da werden wir das sehen, das hat sich nämlich dem Verlauf der Aue angepasst und das sieht man dem heute nicht mehr an. Wenn es nicht richtig fließt, das Wasser, dann stinkt es. Und wenn es stinkt, dann sind die Leute lästig und dann wollen sie das nicht mehr sehen. Also der Dom in Bremen ist vielleicht näher dran als die Panke in Berlin. Ne? Aber die Panke in Berlin, die hat man auch wieder ausgegraben. Ich glaube nicht, dass man die Aue hier in Bremerhaven nochmal aus oder in Lee nochmal ausgraben muss. Ne? Aber das ist so vielen nicht. Kleinen Gräben und Flüsschen und so weiter, die so im Stadtbild vielleicht früher lange präsent waren, ist das schon so ergangen und der Aue eben. Ja. Und wisst ihr, was in der Aue früher alles los war? An der Aue? Ja. Was da los war? Was da los war? Das weiß ich nicht. Da waren sie doch nicht so alt. Ja, auch nicht. Da hat man gespielt. Und alle anderen kennt ihr ja auch, ne Wacke. Die hat sie auch gespielt. Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Schlüssel! Den Schlüssel! Ja! Die ist in der Schule gewesen, ja. Und der Lehrer, der hat sie wieder geärgert, ne? Die arme Lale, nicht? Und dann ist sie raus aus der Tür. Schlüssel umgedreht? Und dann den Schlüssel in die Aue geschmissen. Und dann durfte der Lehrer. Ja. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Das war der Hausmeister. Er hat den Pedell geholt. Den Heinz hat er geholt. Den Heinz. Den Heinz. Den Heinz. Ja, ja. So der durfte dann den Schlüssel fischen. Ja, und dann. Der war ja nicht immer sauber, die Aue. Die war ja früher ganz schön sauber. Da hat man richtige Flöße gebaut. Und Schlittschuhlaufen konnte man auch der Aue. Schlittschuhlaufen. Und von den Brücken her. Und man hat auch so selber so kleine, schwankende Brücken gebaut. Sowas wie das hier. Und man wusste nie, hält sie oder hält sie nicht. Ja. Ich denke mal, ne? Wollen wir sie vorbeilassen? Wollen wir vorbeilassen? Aber nur über die Brücke. Nur über die Brücke, oder wer so weit springt. Nur kann, über die Brücke. Ja, das geht, ne? Ganz schön steil. Ah! Ganz schön steil. Ja, als man ja. Hast du noch Brücke, ne?
Goethestraße, genauso wie man sagen kann, an der Hafenstraße sind die vornehmeren Häuser. Also es gibt hier auch eine Abstufung in der Sozialstruktur, was die Bewohner angeht. Herr Bickelmann hat das auch sehr schön in seinem Artikel, hat den mal begonnen nachzurecherchieren. Das ist natürlich spannend. In Stichproben hat er eben gesagt, hier waren die Vornehmen eher angesiedelt in den Seitenstraßen zwischen der Hafenstraße und der Goethestraße und auch hier in die Richtung Bremerhaven. Waren eher die Handwerker, die einfachen Leute, die Arbeiter angesiedelt. Unten die Rudelsburg kennt vielleicht auch die einen oder anderen. Da hat die Stuckateurfirma Brüggemann ihren Sitz gehabt. Die haben sozusagen nach jeder Fasson auch geliefert, was man so haben wollte. Die hatten da ein breites Repertoire. Die werden möglicherweise hier auch tätig gewesen sein. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Wie eben auch die Bebauung, die Bauherren hier für das Goethestraßen oder für das Goethe-Quartier ansässige Bauunternehmer, teilweise auch Ziegeleibesitzer waren. Also hier gab es zeitweise 3 Ziegeleien im Umkreis von Bremer, von der Hafenstraße, die sich sozusagen ein ordentliches Zubrot dabei verdient haben, gleich Häuser zu bauen und ihre Ziegel dabei zu verbauen. Ne? Die hatten dann die kurzen Wege. Ja, ebenso waren die großen Baugesellschaften Kistner und Rogge auch an der Hafenstraße ansässig. Die sind auch als Bauherren später aufgetreten. Hier haben wir sozusagen den Spätenhaustyp um 1900. Das ist der Geschosswohnungsbau, wie man ihn auch aus anderen mittelgroßen oder Großstädten kennt. Sowas werden Sie auch in Hannover finden oder teilweise auch in Berlin in den Vorstädten. Sowas wie dieses hier, das ist früher entstanden, die Heinrichstraße. Das finden Sie dort nicht. Das finden Sie nur im norddeutschen Raum. Einmal war das so gewesen, dass sozusagen alles, was Sie dort sehen, diese kleinen Obelisken, diese Schnecken, Voluten und dergleichen, die waren sozusagen nicht mehr vorhanden. Das war einfach nur ein Dreiecksspiel. Das wurde hier wieder hergestellt, wie bei einigen anderen Häusern auch. Hier, man sieht das hier ganz gut, hier gibt es ja noch einige dieser Art. Und man hat deswegen hier tatsächlich mal so eine Rekonstruktion als Lösung genommen, weil dieser Haustyp was ganz Besonderes ist. Man hat ja das Gefühl, das ist so eine überreiche Fassade. Das Gebäude heißt Schloss am Meer. Die Aue hatten wir ja vorhin. Und dieser spitzwinklige Zuschnitt dieses Gebäudes. Und das bildet da ja auch noch wie so einen kleinen Seitenflügel aus zum Schulhof hin. Da ist ursprünglich mal der Verlauf der Aue gewesen. Das soll so aussehen, als sei das gibt es bei historischer Architektur öfter, dass die Rahmung der Fenster in Sandstein gesetzt sind. Ne? Das soll das suggerieren. Das wirkt auch, ehrlich gesagt, so. Gucken sich das an, da in dem Mittelteil über dem Portal, das sieht natürlich irgendwie fester aus, so das Fenster, als so ein normaler Sturz. Früher ist das eben in Sandstein gewesen, also historische Gebäude, so ein Rathaus oder so, da wird das dann auch so gemacht. Und manchmal, oder so, ist das auch übergeschnitten. Oh,